Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Club 700-Sendung. Hauptsache gesund. Die Gesundheit hat für viele einen hohen Stellenwert im Leben. Die Trends zu einem gesunden Lifestyle, bewusster Ernährung und Selbstoptimierung zeugen von dem Wunsch und der Hoffnung, einen gesunden, starken Körper bis ins hohe Alter zu erhalten. Dass gesund zu sein aber nicht selbstverständlich ist, merkt man manchmal erst, wenn man selbst, Freunde oder Familie mit einer Krankheit konfrontiert werden. Dann wird alles daran gesetzt, wieder gesund zu werden und Heilung zu erfahren. Matt Chandler ist ein junger Familienvater, der mitten im Leben steht. Doch eines Tages kippt er auf einmal um und die erschreckende Diagnose lautet Hirntumor. Die Prognose der Ärzte sieht düster aus. Sie geben ihm noch maximal 2 bis 3 Jahre. Ein Schock für die ganze Familie. Wie geht man mit sowas um? Niemand lebt 80 Jahre ohne den Verlust eines geliebten Menschen, ohne Krankheit, ohne Prüfung. Keiner kommt glatt durchs Leben in einer gefallenen Welt. An Thanksgiving wachte ich vor allen anderen auf. Ich hatte alles organisiert und traf die letzten Vorbereitungen. Ich war zufrieden. Ich schob die Zimtschnecken in den Ofen. Eigentlich ein ganz normaler Morgen. Ich stand auf und trank einen Becher Kaffee. Dann bot ich Lauren meine Hilfe an und sie bat mich, Nora zu füttern. Ich setzte mich aufs Sofa, fütterte Nora und setzte sie in ihren Türhopser. Dann drehte ich mich um und wollte mich wieder auf meinen Stuhl setzen. Auf einmal hörte ich dieses Poltern. Ich wartete, dass Matt sagen würde, nichts passiert, alles in Ordnung. Aber nichts. Dann hörte ich Audrey, unsere 6-Jährige. Sie sagte nur, Dad? Das war komisch, wieder hörte ich nichts von Matt. Ich ging rüber, um nachzusehen, und da lag er neben dem Kamin. Er hatte einen Grand Mal-Anfall. Sie sagten uns dann im Krankenhaus, sie hätten schon eine CT gemacht und einen Schatten entdeckt. Deshalb wollten sie noch eine MRT durchführen. Sie machten weitere Tests und fanden einen Tumor. Der Arzt in der Notaufnahme schickte uns sofort zum Neurochirurgen. Als wir in seine Praxis kamen, zeigte er uns die Aufnahmen. Der Tumor war sehr groß. Er sagte frei heraus, dass es sehr schlecht aussah. Man müsste schnell handeln. Noch am Freitag wollte er eine Kraniotomie durchführen, um den Tumor freizulegen und das umliegende Gewebe zu untersuchen. Freitagmorgen kam und ich betete mit Matt und sang für ihn. Es stand eine Frage im Raum. Wer würde er sein, wenn er wieder rauskommt? Die OP dauerte 8,5 Stunden. Die Diagnose zeigte eine bösartige Geschwulst, einen Oligodendrogliom, einen primären Hirntumor. Laut Statistik blieben mir noch 2 oder 3 Jahre zu leben. Die nächsten Tage war er wie abwesend. Meine Sorge war, dass das kein schöner Tod werden würde. Man verliert stückweise sein Gedächtnis und hört auf, man selbst zu sein. Ich wollte nicht, dass meine Kinder sehen, wie ich immer mehr abbaue und dadurch einen Groll gegen Gott hegen könnten, den ich doch so sehr liebte. Also setzte ich meine Kopfhörer auf und hörte Lobpreismusik. Ich zog mich zurück und versuchte damit irgendwie klarzukommen. Ich gab ihm den Freiraum. Aber dann kam der Punkt, an dem ich dachte, er solle sich uns wieder zuwenden. Also ging ich vorsichtig auf ihn zu und sagte, Schatz, ich weiß, es ist sehr schwierig für dich, aber du bist jetzt hier mit uns und wir brauchen dich hier. Du bist hier. Du bist noch nicht gegangen. Sie war diejenige, die alles vorantrieb. Sie sagte, hey, legen wir los. Und es sollte auch Jesus mit dabei sein. Und das taten wir. Ich fühlte mich nie zerbrechlich. Ich bin 1,90 Meter groß und wiege 90 Kilo. Ich war immer stark, immer schnell, immer in der Lage, die Dinge zu regeln. Aber nach dem Ende der ersten Phase der Chemotherapie war ich total deprimiert, als würde ich innerlich verrotten.
In den folgenden 2 Jahren hatte ich durchgängig vielleicht 8 gute Tage im Monat. Ich war fix und fertig. Du fängst an zu erkennen, was wichtig ist und was unwichtig ist. Wenn alles gesagt und getan wurde, bleiben am Ende nur noch Gott und du selbst übrig. Die Vorstellung, dass all dies, was ich jetzt durchmachte, mir zum Guten dienen sollte und zu Gottes Ehre war, so schlimm das auch war. Irgendwann begann ich, es tatsächlich so zu sehen. In diesen Momenten machte es richtig Klick. Genau das ist es. Jetzt glaube ich es wirklich. Das Mitgefühl, das ich für andere entwickelte, die litten, die Fähigkeit, mit denen zu trauern, die traurig waren, das alles entstand in dieser Zeit. In dieser ganzen Zeit bat ich Gott, er möge doch unsere Geschichte zu seiner Ehre nutzen und dazu, dass andere Menschen darin Trost finden. Drei Jahre sind nun vergangen, fast 4, um genau zu sein. Es gab kein Wiederauftreten. Meine Aufnahmen sind alle sauber. Seit mehr als einem Jahr bekomme ich keine Chemo mehr. Ich bin so dankbar, Matt noch zu haben. Für jede saubere Aufnahme, für jeden Tag, den wir als Familie zusammen sind, bin ich wirklich dankbar. Das Wertvollste, was ich gelernt habe, ist echtes Vertrauen. Ich hatte nichts zu verlieren. Vor Gott zu stehen mit Anfang 30, mit 3 kleinen Kindern und einer wunderschönen Frau, die ihren Mann verloren hat. Diese Vorstellung konnte ich wirklich bei Gott lassen und sagen, ich gehöre dir. Du bist alles, was ich will. Du bist mein größter Schatz. Ich brauche nur dich. Das Verrückte an dieser Offenbarung ist, ich glaube das wirklich. Ohne jeden Zweifel, ich glaube das wirklich. Matt Chandler hat sein Vertrauen in der schwierigen Situation ganz auf Gott gesetzt. Gott kann heilen, tut es aber nicht immer. Da fragt man sich manchmal, warum? Scott Ross hat einen Mann getroffen, der schon seit Jahren mit einer chronischen Krankheit lebt. Er hat ihm von seiner Geschichte und seiner Sicht auf das Thema Heilung erzählt. Ich gebe Ihnen ein Stichwort und Sie können antworten, was Ihnen gerade dazu einfällt. Heilung. Oh Mann, selbst. Selbst? Selbst. Was heißt das? Ich leide an einer chronischen Krankheit, seit mittlerweile 2 Jahren schon. An was genau? Es nennt sich interstitielle Zystis. Du meine Güte. Am häufigsten tritt es bei Frauen auf. Ich rannte von einem Arzt zum anderen. Einer hat mir daraufhin Antibiotika verschrieben und gemeint, wenn das nicht hilft, sind sie auf sich gestellt. Oh, danke. Ein anderer Arzt warf mich nach 10 Minuten wieder raus, weil er einen privaten Anruf hatte. Und so musste ich die Dinge selbst in die Hand nehmen und andere Wege finden, um mich selbst zu heilen. Wie gehen Sie vor? Ich meine, welche Antworten? Vieles davon ist Ernährung. Ich meine, ich meide Industrieware. Ich lebe nach einer strikten Diät. Früher habe ich über Bioprodukte gelacht, mittlerweile nicht mehr. Wirklich? Wie sehen die Symptome aus? Als hätte man eine dauerhafte Blasenentzündung, die nicht weggeht. Ich konnte 1,5 Jahre nicht arbeiten. Erst als ich eine Menge von den Tabletten weggeschmissen habe, wurde es besser. Ich habe fast 25 Pillen täglich geschluckt. Vom Arzt verschrieben und Ergänzungsmittel. Schließlich wandte ich mich an einen Chiropraktiker. Jetzt fühle ich mich fast wieder normal. Sie machen also Fortschritte? Ja, ganz langsam. Aber es ist hart, sogar jetzt hier zu sein. Meine Cousine heiratet am Wochenende. Aber ich wäre beinahe nicht geflogen, weil es für mich sehr schmerzhaft ist, 5 Stunden in einem Flugzeug zu sitzen. Das ist heute ein Riesenschritt. Beten Sie? Jeden Tag. Wirklich? Jeden Tag. Glauben Sie an Gott? Ja. Glauben Sie an Gottes Heilung? Ja. Zu Beginn der Krankheit war ich sehr wütend. Ich bin jahrelang zur Kirche gegangen, aber ich habe immer nur so getan, als ob. Dann war der Moment da, dass ich kaum mehr für mich sorgen konnte. Ich war so wütend.
Das war Gottes Art, mir zu zeigen, dass sich was ändern muss in meinem Leben. Das hat mein Herz verändert, auch wenn ich hin und wieder vom Weg abkomme. Aber das hat mich dramatisch verändert. Inwiefern? Was genau? Es war echter Glaube da zu der Zeit, statt wie vorher nur so zu tun, als ob, und sonntags in die Kirche zu gehen, ein Gebet zu sprechen, wann auch immer. Es ist jetzt mehr mein Herz. Schließt das auch Jesus mit ein? Ja. Wirklich? Ja. Sie haben eine Entscheidung getroffen? Ja, habe ich. So ungefähr. Denken Sie, Ihre Krankheit hat Sie erst zur echten Heilung geführt? Im spirituellen Sinn? Ich denke ja. Gott hat einen Plan. Und so schrecklich es für mich war, ich musste dadurch. Ich bin zu einem besseren Menschen geworden dadurch. Ich weiß heute, Dinge mehr zu schätzen. Ich schätze meine Familie, meine Freunde. Sind Sie verheiratet? Nein, Single. Ich schätze die Kleinigkeiten des Alltags. Ich hatte viel Wut und Bitterkeit in mir, und das hat mich auch krank gemacht. Ich habe gelernt, loszulassen. Nach einigen Behandlungen wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen. Danach habe ich eine Liste mit Personen gemacht, mit denen ich versöhnen muss. Dinge klären musste. Das habe ich gemacht. Ob es gut für sie war, weiß ich nicht. Vergebung. Ich hatte den Eindruck, ich sollte das tun und Dinge loslassen. Wow. Deshalb kam ich auf Selbst bei dem Wort Heilung. Das gehört dazu, wie man sich um sich selbst kümmert und was man für sich tut. Richtig. Statt von Pillen abhängig zu sein, die der Arzt verschreibt. In einem Bibelvers heißt es, bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht und Zittern. Das Gelingen bewirkt Gott. Sie arbeiten Hand in Hand mit ihm. Auf was für eine Reise sind Sie? Erwarten Sie letztlich auch eine vollständige Heilung? Ich hoffe es. Wenn nicht, dann... Ich arbeite wieder Vollzeit, fast ein Jahr. Als was? Ich arbeite für eine Firma in Cape Coral. Wir entwickeln Boote für Hersteller. Wir machen das Design und die Entwicklung. Das mache ich schon lange. Und dann dachte ich, ich könnte nie wieder arbeiten. Wenn ich heute zur Arbeit gehe, auch wenn es kein guter Tag ist, erinnere ich mich daran, dass ich gesegnet bin, überhaupt arbeiten zu können und für mich zu sorgen. Richtig. Ich bete, dass der Herr Sie weiterheilt. Danke. Geist, Seele und Körper. Das schätze ich sehr. Unsere Zuschauer werden auch für Sie beten. Vielen Dank. Danke, Gott segne Sie. Habt einen guten Tag, danke. Mann, der hat sich ja richtig Gedanken über sein Leben gemacht. Es ist auch erstaunlich, wie das doch alles so zusammenhängt. Na, wie es so die losen Enden für sich verknüpft und sagt, das ist mir bei meiner Entdeckungsreise, muss man ja schon fast sagen. Er hat es ja für sich selbst entdeckt, hat ja ihm keiner von außen irgendwie gesagt, so und so ist das. Ja. Sondern er hat es irgendwie, also es ist total cool, das zu sehen, wie Gott einen Menschen so führt. Also auf mich macht er auch tatsächlich einen ganz aufgeräumten Eindruck, will ich mal sagen. Und eben, wie du gerade sagst, dass das alles so zusammenhängt, diese innere diese Heilung, die er erstmal von seinem Herzen auch brauchte. Ja. Er hatte so viel Ärger und Unvergebenheit in sich und macht dann ja wirklich diese Liste mit Menschen, mit denen er ins Reine kommen will. Mhm. Und das ist ganz eng verknüpft mit seiner, er hat ja wirklich ein Stück weit auch Heilung erfahren. Mit seiner Entwicklung. Und dass es diese Entwicklung beeinflusst hat, ist ganz gut. Eindeutig. Es ist auf jeden Fall gut und gesund, wenn man merkt, da ist eine offene Rechnung, die muss noch irgendwie beglichen werden oder bereinigt werden, das dann auch zu tun. Was ich einfach bezeichnend finde an der ganzen Geschichte, ist, wie so eine Krise, so eine Krankheitskrise von Gott gebraucht wird, um einen Menschen an einen anderen Punkt im Leben zu führen. Und das Schönste dabei ist ja auch, dass jetzt sein Glaube, sein Christsein keine Pflichterfüllung mehr ist, kein äußeres Ritual, sondern eine richtig Herzenssache wurde, dass er mit dem Herzen mit Gott verbunden ist. Und ich glaube, das ist eigentlich schon fast das Beste, was ihm passieren kann, auf so einer Reise. Ja. Dass er jetzt diese ganz neue Nähe auch zu Gott erlebt eben. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie Interesse haben, dieses Interview nochmal anzuschauen, können Sie das gerne tun auf club700.tv/Krankheit.
Man kann ja ganz unterschiedlich über Krankheit denken. Zum Beispiel, ist Krankheit eine Strafe? Sollte ich Gott um Heilung bitten? Kann man denn heute überhaupt noch Wunder erwarten? Und was ist, wenn ich nicht gesund werde? Der Theologe Professor Dr. Christoph Markschies gibt spannende Antworten auf Fragen zum Thema Heilung. Selbstverständlich hängt für Juden und Christenmenschen in der Antike Heilung auch ganz stark überhaupt mit dem Heil zusammen, also mit der Frage, wie ist mein Gottesverhältnis? Ein Mensch mit einem gestörten Gottesverhältnis ist krank oder umgekehrt formuliert, ein Kranker hat wahrscheinlich ein gestörtes Gottesverhältnis, wobei interessanterweise Jesus von Nazareth ja vorsichtig darauf aufmerksam macht, dass das nicht eine solche Verbindung ist, dass man immer sicher sein kann. Aus diesem schlichten, wir nennen das Tun-Ergehens-Zusammenhang, also aus der Vorstellung, dass man aus dem Ergehen von Leuten immer darauf schließen kann, dass sie Schuld auf sich geladen haben, aussteigt und sagt, das ist natürlich völlig absurd. Es ist eine ganz natürliche Konsequenz des Siegeszuges der wissenschaftlichen Medizin, dass der Raum für andere Heilweisen und damit auch für Wunderheilung natürlich sehr viel kleiner geworden ist. Ich finde, darüber kann man als Christenmensch auch nur herzlich dankbar sein. Also, dass ich, wenn ich beispielsweise an einer Form von Gelbsucht erkranke, das in sehr präziser Weise im Krankenhaus diagnostiziert bekomme und Medikamente bekomme, ist, ich formuliere das theologisch immer sehr pointiert, ist eine Gabe Gottes. Also wie schon in der hebräischen Bibel im Alten Testament steht, der Arzt ist ein Geschenk Gottes mit seiner Kompetenz. Je besser Sie die Welt verstehen, desto weniger Dinge kommen natürlich als Wunder in Frage, nicht? Also erstmal hoffe ich ja immer, dass bei Christenmenschen trotz allem nicht der Arzt zum ersten Ansprechpartner wird. Also um es mal ganz direkt zu sagen, ich bete vor der Visite. Ich merke, wie unbescheiden es wäre, ihn um direktes Eingreifen zu bitten. Und das tue ich aber. Genau das tue ich im Gebet. Ich sage, hilf mir. Da rede ich so, wie ich bin. Das ist ja nun der einzige, vor dem ich mich überhaupt nicht zu verstecken brauche, sondern mich mit meinen schrecklichen und guten Seiten da präsentieren kann. Das Christentum und natürlich auch das Judentum gehen davon aus, wirklich heil, geheilt bin ich erst, wenn ich getröstet leben und sterben kann. Also wenn meine Seele, das, was meine Person im Innersten ausmacht, mit ihrem weiß, wofür sie lebt, sich mit ihrem Leben arrangiert hat und das Leben dankbar als Geschenk annimmt. Das macht im Deutschen wunderschön die sprachliche Nähe von Heil und Heilung deutlich. Es gibt viele Menschen, die getrost und fröhlich sind. Und gelegentlich kann das sogar auseinandertreten. Man kann auch als Kranker in beeindruckender Weise mit seiner Krankheit umgehen und sich die Fröhlichkeit bewahren, auch unter schwierigen Umständen. Es ist gut, dass man sich auch mit seinem Leid und seiner Not immer an Gott wenden kann. Zu wissen, dass er bei uns ist und dass er alles in seiner Hand hält, kann Kraft geben. So kann man auch im Leid und in Krankheit Trost finden. Mehr zum Thema Heilung hat jetzt Andreas für uns. In der Bibel findet sich die Geschichte von Naaman. Er war der Oberbefehlshaber der Aramäer im Gebiet des heutigen Syriens. Und er war leprakrank. In seinem Hause arbeitete eine israelische Sklavin, die eines Tages erwähnte, dass wohl der Prophet Elisa imstande wäre, ihren Herrn vom Aussatz zu heilen. Und Naaman reagiert wie viele, die an ihrer Krankheit verzweifeln. Er hat ja nichts zu verlieren. Deshalb möchte er jetzt nach Israel reisen. Es ist spannend, was dann passiert, und Sie können es gerne in 2. Könige 5 nachlesen. Denn es kommt beinahe zum Krieg zwischen Aram und Israel aufgrund dieser Sache.
und nahe, man wäre beinahe unverrichteter Dinge wieder nach Hause gefahren. Was nur war passiert? Es lief nicht so ab, wie Naaman es sich vorgestellt hatte. Der Prophet Elisa zum Beispiel erwies ihm nicht die gebührende Ehre und ließ ihm nur durch seinen Diener ausrichten, Naaman solle sich einfach 7-mal im Jordan untertauchen. Hier ist Naamans Reaktion. Und ich dachte, er würde herauskommen, den Namen Jahwes, seines Gottes, anrufen und seine Hand über die kranke Stelle bewegen und so den Aussatz heilen. Sind nicht die Flüsse von Damaskus besser als alle Gewässer Israels? Kann ich nicht dort mich waschen, um rein zu werden? Voll Zorn wandte er sich ab und ging weg. Ich kann es auch irgendwie verstehen. Da macht man sich auf, reist in ein fernes Land, zeigt Einsatz und dann sowas. Nichts klappt. Nichts ist so wie erwartet. Wie gut, wenn man dann Leute hat, die einem helfen, sich nicht selbst im Weg zu stehen. Und Naaman hatte solche Leute in seinem Gefolge. Und die sagten, ich lese, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt, bade dich, dann wirst du rein sein. Da lenkt Naaman ein und erlebt eine außergewöhnliche Heilung. Ja, manchmal ist es nichts Großes oder Schwieriges, das uns den entscheidenden Schritt weiterbringt. Jesus selbst spricht zum Beispiel von Vertrauen, das nur so groß sein muss wie ein Senfkorn, aber schon große Dinge bewirkt. Ihm zu vertrauen ist mit Sicherheit ein guter Schritt. Und dazu lade ich Sie jetzt ein. Lassen Sie uns beten. Lieber Vater Gott, danke, dass du uns in diesem Leben trägst und hältst, ob wir gesund sind oder krank. Wir vertrauen dir, dass du unser Leben richtig führst, dass du uns heilst und zurechtbringst. Sprich zu uns und tröste uns, wo nötig. Richte uns auf und heile uns, wo möglich. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Falls Sie persönlich mit jemandem beten möchten, wir freuen uns auf Ihren Anruf. Für Deutschland wählen Sie 040 1818 8800. Für Österreich 01 2530 22544. Und für die Schweiz 044 5750 270. Der Anruf erfolgt zum Ortstarif. Knapp 800 Millionen Menschen auf der Welt haben nicht genug zu essen. Jährlich sterben mehr Menschen an Mangelernährung als an Tuberkulose, AIDS und Malaria zusammen. CBN will diese Not lindern und engagiert sich daher auch mit Ernährungsprogrammen, zum Beispiel auf den Philippinen. Reis mit ein wenig Sojasauce wird das Einzige sein, was Blessie und ihre Familie heute zu essen haben. Mein Mann wurde letztes Jahr krank und verlor seinen Job. Seitdem haben wir zu kämpfen. Blessies einseitige Ernährung beeinflusst ihre schulischen Leistungen. Sie hat Mühe, in der Klasse mitzuhalten. Ich mache mir Sorgen um ihre Gesundheit. Es scheint hoffnungslos, aber ich habe gelernt, mich an Gott zu wenden. Helens Gebete wurden erhört, als Club 700 ein Hilfsprogramm für unterernährte Kinder in Blessies Schule startete. Jeden Tag erhalten die Kinder ein gesundes Mittagessen und es finden regelmäßig Gewichtskontrollen statt. Wir gaben Blessie auch die nötigen Schulutensilien und die Uniform, die sie brauchte. Schließlich zeigten wir Blessies Mutter, wie sie einen kleinen Laden führen konnte. Ich habe gerade ein kleines Lebensmittelgeschäft bei mir zu Hause eröffnet und mein Mann hat einen eigenen Secondhand-Shop. Unser Einkommen hat sich verdoppelt. Mittlerweile geht es Blessie dank des Ernährungsprogramms schon viel besser. Kürzlich wurde sie sogar als beste Schülerin in ihrer Klasse ausgezeichnet. Wir sind so stolz auf unsere Tochter. Sie ist die erste in der Familie, die eine Auszeichnung bekam. Gott hat Club 700 dazu gebraucht, unser Leben zu verändern. Danke, Club 700. Danke, Club 700. Ja, es gibt wirklich so viel Not auf der Welt. Aber ich denke, jeder Euro zählt einfach. Und wenn jeder was Kleines gibt, wird das irgendwann auch was Großes. Das heißt, gemeinsam kann man viel bewegen. Unbedingt. Und das ist uns auch bei CBN wichtig. Gemeinsam mit unserem Netzwerk und unseren Partnerorganisationen wollen wir genau das schaffen. Und wenn Ihnen das auch ein Anliegen ist, dann finden Sie alle Informationen dazu, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können, auf club700.tv. Ja, liebe Zuschauer, damit sind wir am Ende der Sendung.
Und vielleicht stecken Sie selber gerade in so einer schwierigen Situation, sind eventuell krank. Dann wünschen wir Ihnen wirklich von Herzen, dass Sie nicht den Mut verlieren und dass Sie Gottes Nähe ganz besonders erfahren. Und wenn Sie Ermutigung brauchen, rufen Sie gerne unsere Gebetshotline an. Unsere Mitarbeiter sind jetzt noch für Sie da. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Gottes Segen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie Partner von Club 700 werden können, alle Infos dazu finden Sie im Internet auf unserer Webseite. Wir freuen uns über jede Unterstützung, damit noch möglichst viele Menschen davon erfahren, dass Gott real ist und ihr Leben erneuern möchte. Ganz herzlichen Dank schon im Voraus dafür. Übrigens, damit Sie bei Club 700 immer auf dem Laufenden bleiben, einfach unsere wöchentlichen Programm-News per E-Mail anfordern. Und wer lieber etwas in der Hand haben möchte, kann sich gerne unseren Freundesbrief bestellen. Beide Angebote sind natürlich kostenfrei. Also rufen Sie an oder klicken Sie auf club700.tv.